Herzlich willkommen bei den CATV News vom Juli. Deutschland, Cannabis-Startup, Pharmaco am Ende. Sebastian Diemers Pharmaco steht direkt vor seiner Zerschlagung und das nach nur wenigen Monaten. Offenbar hat der Diemers den Investoren Versprechungen gemacht, die er nicht halten konnte. So hat er zum Beispiel seinen Anlegern eine Milliardenbewertung in Aussicht gestellt und den Wert seiner eigenen Anteile auf Dutzende Millionen taxiert. Angeblich würden durch revolutionäre Forschungsdurchbrüche gewaltige Cannabis-Deals entstehen, doch bewahrheitet hat sich am Ende leider nichts. Etliche Mitarbeiter wurden bereits entlassen, am Ende wird Pharmaco wohl zerschlagen und an große Cannabis-Riesen für wenig Geld weiterverkauft. Deutschland, Hessen. Erstmals seit über 70 Jahren muss sich die Polizei mit der Wiederbeschaffung von Cannabis bemühen. Dafür sorgten jetzt Diebe aus Trebur. In Trebur im Raum Hessen wurden laut Polizei Nutzhanf im Wert von ca. 50.000 Euro gestohlen. Nachdem sich die Diebe unbemerkt Zutritt auf das Gelände der Plantage verschafften, ernteten die Täter mitten in der Nacht etwa 20 Quadratmeter ab. Laut der Polizei waren es wohl nur ein paar Jugendliche, die von dieser Materie keine Ahnung hatten, denn es handelte sich dabei um Nutzhanf oder auch Industriehanf genannt, welches nicht als Rausch- bzw. Heilmittel eingestuft oder genutzt wird, da es sehr wenig Wirkstoff wie CBD, geschweige denn THC enthält. Uns ist allerdings immer wieder schleierhaft, mit welchen Taschenrechnern die Polizei arbeitet, denn bei 20 Quadratmetern Nutzhanf ein Betrag von 50.000 Euro zu beziffern, halten wir für etwas übertrieben. Wir möchten uns noch kurz an die Kids wenden. Jungs, das Zeug kickt nicht. Ihr habt euch total umsonst strafbar gemacht. Das, was ihr da geklaut habt, ist nur als Dämmstoff gut oder auch um Papier, Kleidung oder ganz viele andere tolle Dinge, also ganz viele tolle Dinge damit zu machen, aber nicht um das zu rauchen. Schweiz. Cannabis auch für Jugendliche nicht mehr unter Strafe. Während in der Schweiz der Besitz und der Konsum für Erwachsene, sofern sie nicht mehr als 10 Gramm Cannabis mit sich führen, nicht mehr unter Strafe steht, wurden Jugendliche unter 18 gerne noch angeklagt. So wurde ein 16-Jähriger aus Winterhur 2017 wegen 1,4 Gramm Marihuana angeklagt und schuldig gesprochen. Nach dem Einspruch des Jugendlichen wurde das Verfahren aber eingestellt. Doch die Oberjugendanwaltschaft wollte den Jugendlichen unbedingt bestrafen. Das Züricher Gericht schloss sich aber dem Freispruch an und somit musste sich auch noch das Bundesgericht damit befassen. Aber auch hier wurde die Beschwerde der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Zwar spiele der Jugendschutz eine zentrale Rolle, doch sollte man Jugendliche in keinem Fall härter als Erwachsene im Vergleich dafür bestrafen. Herzlichen Glückwunsch unsererseits an den uns unbekannten jungen Mann. Es ist wohl die Jugend selbst, die dafür sorgen muss, dass sie nicht weiter verfolgt werden. Wir wissen zwar nicht, ob das das richtige Signal ist, wir finden aber grundsätzlich eine Verurteilung von Jugendlichen auch nicht förderlich. USA. Wissenschaftler verklagen die Drug Enforcement Agency, kurz DEA. 1933 wurde die Cannabis-Prohibition in den USA durchgesetzt und seitdem wurden nicht nur der Besitz, Konsum oder Handel von Marihuana verboten, sondern auch die medizinischen Untersuchungen für Studien, da Cannabis angeblich keinen medizinischen Nutzen hatte. Trotz alledem bekam vor rund 50 Jahren das Scottsdale Research Institute in Mississippi die Erlaubnis, Cannabis und Haschisch für Forschungszwecke zu untersuchen, allerdings mit sehr minderwertigen Nutzhanf. Um zum Beispiel PTBS bei Soldaten zu untersuchen und zu behandeln, bräuchte man potentes Cannabis in vielen Variationen. Das Paradoxe daran war, dass die DEA sogar der Betreiber dieses Forschungsinstituts war. Nachdem aber vor über 3 Jahren die DEA Ausschreibung ankündigte, um Lizenzen für den Cannabisanbau zu vergeben und die Bewerbung verschiedenster Universitäten einfach ignorierte, gingen die Wissenschaftler auf die Barrikaden und verklagten die Agency wegen Verzögerung und Untätigkeit. Wir blicken mit Spannung über den großen Teich und warten mal ab, was da diesbezüglich noch passieren wird. Hawaii entkriminalisiert Cannabis. Hawaii ist somit der 26. US-Bundesstaat, in dem der Besitz von Cannabis für private Zwecke erlaubt ist.
Kolumbien. In Kolumbien wurde der öffentliche Cannabiskonsum erlaubt. Das kolumbianische Verfassungsgericht hat entschieden, dass das Verbot des öffentlichen Cannabiskonsums aus dem Polizeigesetz von 2017 verfassungswidrig ist. Ja, meine Lieben, es bleibt spannend. Wir sagen bis zu den nächsten CIATV News im August. Hat euch die Sendung gefallen? Lasst ein Like da. Wollt ihr keine Sendung mehr verpassen? Abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare unter dem Video. Bis bald.